Der Patch 7.1 Trailer für Final Fantasy 14 ist am Start. Namentlich heißt der Patch Crossroads. Ich bin sehr gespannt auf den Trailer. Ich habe noch gar nichts davon gesehen. Beziehungsweise ich habe einen Teil gesehen, aber schon wieder vergessen. Aber wir ziehen uns den jetzt einfach mal rein. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, ich sehe coole Dinge. Und das Extreme Trial, das interessiert mich gerade am meisten. Bitte gib mir Flügel, ich bin desperate. Das ist das Part. Das sind schon Teile von der Final Fantasy 11 Kollabo, oder? Oh! Queen! Ist Königin Sveni jetzt in den Wolken? Ja, ganz bestimmt. Und doch erinnern wir uns noch an sie. Oh! Das ist der Dungeon. Und Lil Bro ist auch am Start. Hier, der kleine Gululja. Ich weiß, es ist schlimm, aber niemand kann ihre Hoheit mehr treffen. Aber was wird dann aus uns? Müssen wir für immer traurig sein? Dürfte ich um eine Belohnung bitten? Oh! Dessen Erfüllung ich in Toliolei für unmöglich hielt. Das war das Extreme Trial, bitte mehr davon. Allein der Gedanke schien töricht. Sollte dies auch mein Ende sein, ich werde nicht aufgeben. Geiler Typ. Geiler Typ. Er hat einfach eine dicke Waffe. Wer war das? Weiß ich nicht. Oh, schon wieder ein Buff-Kaktor. Hildi. Beendet euer schmerzhaftes Streben. Geht euch der Dunkelheit des Vergessens hin. Na fuck ist das alles? Jetzt wird's lustig. Oh, sie stand neben Bakul Jaja. Der Chaotic Alliance Raid. Ich bin unsterblich, solange bis ich euch und euresgleichen von dieser Welt getrennt. Oh, stimmt, der released ja auch mit dem Patch dann schon. Oh, bitte gib mir mehr davon. Und ganz oben thront Rine, natürlich. Die auch dann Part des Ultimates wird. Hold up. Alright, okay. Es ist so viel auf einmal passiert in diesen 3 Minuten, dass ich mal ganz kurz einen Moment brauche. Also, Sveen ist nicht mehr unter uns. Sveen ist weg, sie wurde gelöscht. Kann er nicht sterben, wurde gelöscht. Das wissen wir. Sie trauern ja hier offensichtlich um Sveen. Und sagen, hier, Sveen ist nicht mehr unter uns. Die Leute checken jetzt, ah, shoot. Die Leute sterben. Mit ihren komischen MP3-Playern am Kopf konnten die ja bisher einfach immer wieder eine Seele holen und dann weiterleben. Der Dungeon sieht nach wildem Forschungslabor aus. Aber der interessiert mich gar nicht so sehr, wie das, was danach gezeigt wurde. Warum sind wir hier jetzt plötzlich? In diesem Level, was ist das? Level 20 Dungeon. Warum? Ist das nicht dieser dämliche Level 20 Dungeon, bei dem Rauban dann am Ende vergiftet wurde? Und stopp mal.
Okay, er wird wütend, das ist klar. Kollege rennt weg, juckt nicht. Wait. Sie hat den kleinen Gululja an Saraja übergeben. Okay, checke. Saraja, die dämliche Echse, die mir die Flügel noch nicht gedroppt hat. Und das ist wichtig. Das ist ganz wichtig, was hier passiert. Etwas, das in Erfüllung ich ein Tunnel. Das ist der Extreme Trial. Gott damit. Okay, es ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Wie gut sieht Sphene hier bitte aus? Oder dieser Sphene-Roboter? Ich hätte gern mehr davon. Steht so fern. Allein der Gedanke schien töricht. Sollte dies auch mein Ende sein, ich werde... Okay, das juckt nicht, aber wobei das eine coole Szene ist. Der Typ, der immer Pazifist war, fängt plötzlich an rumzuballern. So. Das war der Chaotic Raid. Ach stimmt, und dann gab's noch den... Das kurze Intro zum Ultimate Raid. Unsere beiden auf jeden Fall sehr guten Freundinnen. Endlich. Ah, im Ultimate Raid wird sie zum Ashian. Das heißt, da sie ja mit... Ich habe die Story erst neulich gespielt. Jetzt muss ich das mal ganz kurz Revue passieren lassen. Sie fused dann most likely mit Gaia. Und Gaia war ja, wie war das, Mitron? Und das müsste auch das Ding sie von Mitron dann sein. Haben wir das gerade mal da? Mitron war der Dude, oh. Oh. Wait, ist das dann Ashian Mitron? Sieht man dessen Zeichen auch irgendwo? Appearance Mitrons Dingsy. Okay, das ist actually Mitrons Dingsy. Das heißt, das Emblem von dem Dude ist dann auf ihrem Gesicht. Warum ist das Emblem von dem Dude in ihrem Gesicht? Ah, Logriffer Gaia, okay. Ja. Ich und Dinge merken, das geht nicht. Okay, aber warum ist Mitrons Emblem in ihrem Gesicht? Ich hab das jetzt gerade mal hier offen. Aber das ist halt Mitrons, denken sie. Nur halt ein bisschen gestretched, dass es aufs gesamte Gesicht passt. Ich bin so gespannt auch auf die Story von dem Ultimate. Oh, 7.1 wird sehr, sehr gut werden. Ich freue mich. Ich freue mich sehr drauf.